Da wären wir auch schon wieder. Wir wollten in dieser und den nächsten Folgen unten unsere Stein- und Eisenminen anschließen. Und Kupfer auch. Wobei Kupfer wäre von hier aus irgendwie einfacher. Hm? Und Stein vorerst auch. Ja, also ein bisschen Platz schaffen. Dann brauchen wir recht viele Poles. Nicht da. Da, da. Schön, das Muster beibehalten. Hat ja alles einen Sinn und Zweck. Dahin, dahin. So. Machen wir zuerst Stein. Damit wir die ganzen Furnaces bauen können. Ruhig. Dahin. Da müsste nach und nach alles verschwinden. Fließbänder. So, jetzt geht's los. Wo soll der Stein hingeliefert werden? Wir hatten uns geeinigt auf hier irgendwo. Hm? Gut. Hier irgendwo ist gut. Wir werden garantiert nicht genug haben, um sie nach hier irgendwo gut zu bringen. Aber wir können sie schon mal in die Richtung bringen. Und dann sammelt sich hier ein Haufen Stein ein, den wir zwischenzeitlich mal wieder einsammeln können. Wir werden sehr viele Eisenplatten brauchen. Denn für die Transportbells braucht man Eisenplatten. Und Iron Gears, die auch aus Eisenplatten herzustellen sind. Und wo ist das doofe Ding? Da ist das doofe Ding. Immer beim Vorbeilaufen irgendwas weghacken. Irgendwann ist der Wald weg. Du kommst mit, du kommst mit. Auch wenn wir die eigentlich gar nicht mehr brauchen, weil wir oben das Ganze automatisiert haben, aber ist okay. 88 Iron Plates. Sehr schön. Und ich hätte eigentlich beim Runterlaufen schon die Dinger hersetzen können. Wieder ein wenig unfokussiert heute. Da, da. Und ja, wir könnten auch die Kohle jetzt mitnehmen. Ressourcen sind jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr direkt das Problem. Das größere Problem ist das Managen der Ressourcen. Denn es bringt uns jetzt nichts, wenn wir 100.000 Eisenerz haben. So. Wenn wir jetzt 100.000 Eisenerz haben, aber wir haben nicht genug Schmieden, um das Ganze auch zu Eisenplatten zu verarbeiten. Und dann auch nicht genug Fabriken, um aus den Eisenplatten Zahnräder zu machen. Wobei Fabriken ein sehr schönes Stichwort sind. Wir haben noch gar keine Fabriken. Und tut mir leid, du bist im Weg. Für den Fortschritt musst du jetzt weg. Und der arme Arm sitzt alles im Boden. Ja, wir nehmen alles auseinander. Zeugen, Zeugen, Zeugen. Tut mir leid, du bist veraltet. Du musst weg. Und es wird zappenduster. Ich glaube, mit das Erste, was ich erforschen werde, ist Optics. Das sorgt dafür, dass wir mehr Licht haben. Du. Weg, 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 weg. So. Können wir dich jetzt setzen? Ja. Denn hier noch einen hin. Gut, haben wir automatische Abbaudinger. Davon hätte ich gerne gleich drei. Weil Eisen ist wirklich die Ressource überhaupt. Fast alles braucht Eisen. Teil braucht Kupfer, ja, aber fast alles Eisen. Weg, 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 weg. Ne, nicht das Eisen selber. So, dann bauen wir die schön nebeneinander. Dass sie hier alles wegfräsen. Können sich auch ruhig überlappen, habe ich absolut kein Problem mit. Ja, direkt dicht an dicht gebaut. Dann brauchen wir sehr viele Pelz. Gleich maximale Anzahl herstellen. So, Frage ist jetzt. Wollen wir hier unten schon gleich die Schmieden machen? Oder wollen wir das Erz erst hochtransportieren und dann oben verarbeiten? Ich denke, hier unten macht mehr Sinn. Das heißt, hier unten ist so ein kleiner Mining Outpost. Und die Platten selber werden dann nach oben geliefert. Gut, wie machen wir das am besten? Wir stellen einfach hier mehrere Schmieden hin. Wofür wir bestimmt nicht genug Stein haben. Doch, haben wir. Gott. Also, ein Abstand bis zur Schmiede. Können wir hier schon hin machen. Da werden wir gleich keinen Strom haben. Ah, ist ein doofer Pfosten im Weg. Aber das kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. So, ihr braucht alle Kohle. Und zwar nicht zu knapp. Aber wir haben ja auch genug. Kein Holz. Nichts da. Holz brauchen wir für die Masten. Kurz einmal nachfüllen, damit bei allen gleich viel Kohle drin ist, damit ich nicht mehrmals laufen muss. So.
Jetzt brauchen wir euch. Ihr nehmt bitte das Eisen von da, von da, von da. Stopp. Kommen wir noch zurück. Von da, von da, von da, von da. Damit es gleichmäßig ist. Hoch. Nehmt das erstmal raus. Du hast keinen Strom, weil wir noch keine tollen Strommasten haben. Das ist okay. Geht's später. Dann nehmt ihr das Zeug da raus, da raus, da raus. Hey, ich habe keine mehr. Was fehlt? Kupfer. Das ist jetzt ärgerlich. Aber wir können hier schon mal die Straße machen, die nach oben führt. So ein bisschen zumindest. Und wieder mal keinen Strom. Setzen wir einfach da mitten rein und da mitten rein. Ein interessantes Spinnennetz, das da gewoben wird. Ja, aber ja, am Anfang muss alles praktisch sein. Schön aussehen kann es später. So, und wie ihr seht, das geht richtig schnell hier. Das heißt, wir nehmen die mal alle mit. Zack, können wir 12 neue... Ups. Euch will ich nicht. 12 neue Bales bauen. Gleich einen Knick machen. So. Eisen, 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 Eisen. Und das sind noch nicht mal alle gewesen. Ja, sehr schön. Okay. Kleiner Trip zurück zum Kupfer. Wird wahrscheinlich alles... Kein Holz mehr haben, kein Brennmaterial, genau, alles blinkt, alles bunt. 275 Platten. Ja, sehr gut. Euch zerlegen wir mal. Auf dass wir später effizienter gestalten werden. Das Steinding da unten brauchen wir auch gar nicht mehr. Weg, weg, weg. Weg. Und bei jedem Trip ein, zwei Bäume gehen. So, wir haben die Eisenplatten, die können wir unterwegs schon mal bauen. Und zwar bräuchten wir Inserter. Und zwar für hier. Kohle mitnehmen schadet auch nicht. So, bevor die wieder voll gehen, weil die gehen doch recht schnell voll, fällt mir gerade auf. Und wieder eine hässliche da einstellen. So, jetzt haben wir 4 Schmieden, die durchgehend Eisen produzieren. Das staut sich hier oben richtig schön. Euch mag vielleicht aufgefallen sein, dass alle Platten momentan links auf dem Förderband sind. Es gibt ja später noch sehr interessante Tricks, wie man das optimieren kann. Dass beide Seiten genutzt werden oder dass auf einem Förderband 2 verschiedene Materialien positioniert werden und so weiter. Aber das kommt erst später. Mir ist erstmal nur wichtig, das ganze Zeug zu haben. Und es macht Spaß, auf dem Förderband hin und her zu laufen, einfach alles einzusacken. So, genug gespielt. Wir brauchen 2 elektrische Förderer für das Kupfer. Und 2 reichen auch wirklich. Hier beim Eisen bräuchte man wahrscheinlich eigentlich sogar noch mehr, aber ne? Fürs Erste ist okay. Also 2 elektrische Förderer. Wir brauchen... Ich stelle schon mal so 20 Science Packs her, damit wir anfangen können mit der Forschung. So optimierungstechnisch. Darum. Weil jede Sekunde, die verstreicht, wächst der Feind. Der Feind mutiert, der Feind passt sich an, der Feind baut Basen, genau wie wir. Ist nicht so extrem, aber ne, sollte schon ein bisschen vorsichtig sein. Also mal eben ein Käffchen holen ist okay, kurz einkaufen fahren und ihr kommt zurück, dann ist die Basis eventuell weg. So, du weg. Du weg. Burning Miner Drill, die brauchen wir gar nicht mehr. Die können wir in irgendeine veraltete Kiste stecken. Genau wie die Burner Inserter. Wir hätten gerne dich. Und zwar so, dass das Feld später verschwindet. Da und da. Wir brauchen davon noch ein paar mehr. Wir brauchen wieder einen hässlichen Stromanschluss. Zack. Achso, die Science Packs breche ich mal ab, damit ich die Bales bauen kann, die wir jetzt eher brauchen. Da, da. Du gehst mal hoch und gehst dann gleich auf das andere Ding. Das ist aber die einfachste Möglichkeit, 2-mal das gleiche auf einem Belt zu haben. Man kommt einfach von der Seite, wo nichts drauf liegt und macht da ein Belt, das gerade drauf zeigt. Also es darf nicht so eine Kurve drin sein. Bei Kurven ist das wieder ein anderes Verhalten. Dann würde es quasi in der Kurve mitgehen. Ihr seht, es kommt hier raus, liegt auf der linken Seite. Es macht die Kurve, es liegt immer noch auf der linken Seite. Das heißt, wenn wir hier eine Kurve reingebaut hätten nach oben, was in dem Fall aber nicht so wirklich gut geht, also doch, es geht, aber hat es gerade nicht gemacht.
Wenn wir hier eine Kurve reinlegen würden, würde alles auf der linken Seite liegen und das ist halt doof. Deswegen bauen wir das mal hoch. So. Und nehmen jetzt wieder unsere vier Ärmchen. Du geh bitte dahin und dahin und hässliche kommen gleich in die Mitte. So. Ein frei, eins. Weg. Zwei, drei könnten schon reichen. Habe ich genug Kohle mitgenommen? Na, fast. Soll aber erstmal reichen. So, du nimmst bitte von da, du nimmst bitte von da, du nimmst bitte von da. Ihr kriegt wieder eine hässliche, ihr kriegt sogar zwei hässliche Stangen. Also Stromabdeckung wird später wesentlich einfacher mit den besseren Electric Poles, aber für den Anfang ist es okay. So, lasst mich raus. Dann nehmt ihr bitte von da. Kriegt noch einen Electric Pole, der hässlich aussieht. Nehmt von da und von da. Legt das Ganze auf noch ein Fließband. Bauen wir einen Weg. So, sehr gut. Und das Fließband muss jetzt eine ganz schöne Strecke hinter sich lassen. Und es wird nicht reichen. Weißt du, was fehlt denn jetzt schon wieder? Eisenplatten. Ja, okay, das dürfte nicht das Problem sein. Ich denke, wenn ich jetzt nach oben komme, wird das Fließband voll sein. Jo. Leider können wir hier gerade keine so eine schicke Kurve einbauen wie unten. Also, doch, können wir, aber es ist auf diesem technischen Stand ein wenig unpassend. Dann müssten wir einmal ganz außen rum das Band laufen lassen, das sieht albern aus. Also mache ich das so, ich fange mit der ersten Forschung an. Das ist unser Tech Tree. Rot haben wir noch nicht erforscht, gelb können wir forschen, grün haben wir schon erforscht. Es dauert 10 Zeiteinheiten und 10 Science Packs. Das heißt, man muss Sachen herstellen, um forschen zu können. Der erste Forschungsschritt hier, der ausgewählt ist, ist Automation. Automation. Sorgt dafür, dass wir eine Fabrik bauen können, die automatisch Gegenstände herstellt. Also zum Beispiel aus Eisenplatten Zahnräder macht, was sehr praktisch ist. Und wir kriegen einen neuen Inserter, den sogenannten Long-Handed Inserter. Der hier nimmt ja von einem Feld rechts von sich auf ein Feld links von sich. Der Long-Handed Inserter macht das von zwei Feldern hinter sich nach zwei Feldern vor sich. Damit kann man schon wesentlich besser Feintuning betreiben, wo welche Produkte landen sollen. Ist jetzt noch kein Problem, weil wir tierisch viel Platz haben, aber später ist sowas echt wichtig. Alternativ könnten wir das hier bauen. Und zwar unterirdische Laufbänder, was sehr schnieke ist. Ein Fast Inserter, der das gleiche macht wie ein Inserter, nur schneller. Die braucht man allerdings nicht so häufig, weil es geht sich meistens ganz gut auf. Und einen Splitter. Den Splitter will ich unbedingt haben, deswegen erforsche ich das hier zuallererst. Zack, wir brauchen insgesamt 20 Science Packs, das heißt, ich werde zwischendurch immer wieder was anschmeißen. Was wir allerdings auch brauchen, ganz viele Eisenplatten, was wir allerdings auch brauchen, ist ein Forschungslabor. Ich mache gleich mal zwei. Denn ohne das Forschungslabor fängt gar nicht die Forschung erst an. Wir müssen diese Science Packs, die wir jetzt hier herstellen, erst einmal dahin hinbringen. Und wir müssen es auch reinlegen in das Gebäude. Das heißt, man kann auch das automatisieren. Das heißt, wir könnten später theoretisch eine Fabrik bauen, die Science Packs herstellt. Also diese roten Science Packs, die grünen und die hellblauen und was es da alles gibt. Und dann über ein Fließband oder ähnliche Systeme das Ganze zu einem Labor bringen. Vor dem Labor ist ein Kran und das wird alles automatisch reingeladen. Und so können wir sogar die Forschung automatisieren, was sehr schnieke ist. Das heißt, man wählt am Ende nur noch aus, was man gerne hätte. Dann dauert es ein paar Minuten und man hat es. Das ist schon recht schick, aber das braucht man auch, weil das wird am Ende ziemlich langatmig sonst. So, erstes Forschungslabor ist fertig. Ich stelle es jetzt einfach mal irgendwo in die Pampa, weil ich die Forschung haben möchte. Später kommt es an eine ordentliche Stelle. Und die Geräusche sind ja abgefahren. Also ich kenne das auch alles noch nicht. Die Geräusche sind erst vor kurzem eingefügt worden. Also die Geräusche in der Nähe von Fabriken und dergleichen und wenn man das Interface öffnet. Ja, und da tickert das jetzt langsam hoch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir hätten gerne mehr Eisenplatten. Räumen wir weg. Oh, und wo wir hier sind, sollten wir Kohle einsacken. Und mal nach unseren Boilern gucken. Weil es wäre doof, wenn wir gleich keinen Strom mehr haben.
Das heißt, wir huschen einmal hoch. Und warum ist hier so ein riesiger... Genau, weg mit dir. Ja, ihr arbeitet fleißig. Es wird durchgehend Kohle rangepumpt. Es wird durchgehend hier reingelegt. Alles ist gut. Hier oben haben wir ganz viel Stein. Die nehmen wir mal mit. Einfach F gedrückt halten. So, gib ihm. Und weil ich gierig bin und alle Steine haben will, machen wir das so, dass die nicht hier die ganze Zeit einfach verschwendet in der Gegend rumstehen. Weil wenn sich das zu weit staut... Hatte ich ja schon gesagt, dann hört er auf zu arbeiten. Und wir brauchen später doch recht viele Steine, um Mauern zu bauen. Weil ich hatte ja schon auf der Minimap ungefähr angedeutet, wo ich so ungefähr meine Fabrik endgültig hinbauen möchte. Und das ist ein ganz schön großes Gebiet. Das muss alles mit mindestens einer Mauerschicht umrandet sein und Abwehrtürmen und Gedöns und überhaupt. Du brauchst noch ein paar Science Packs. Das kriege ich hin. Ich kann inzwischen 148 davon herstellen. Wow. Aber ja, die roten Science Packs sind noch einfach. Da braucht man nur eine Kupferplatte, wovon wir doch jetzt recht viele haben. Und ein Eisenrad. Und davon können wir pro Eisenplatte eins herstellen. Also passt das schon. So. Sind die anderen Labs auch schon fertig? Ja, da ist noch eins. Gib ihm. Jetzt läuft das doppelt so schnell. Und mit 4 wird es nochmal doppelt so schnell laufen. Heißt, man kann wirklich, wenn man genug Rohstoffe hat und Zeit und Muße und Automatisierung, kann man richtig viele davon gleichzeitig laufen lassen. Aber gut. Hier sieht es in Ordnung aus. Ihr habt noch genug Kohle. Ja, ich lege mal kurz nach. So. Hol von euch noch was ab und dann gehe ich runter zum Kupfer. Weil beim Kupfer war das Problem, dass wir nicht genug Förderbänder legen konnten. Ja, hier hat sich nicht so viel getan in unserer Abwesenheit. Ich hätte unbedingt einen Inserter da hinsetzen sollen. Aber na gut. 139 könnten wir bauen. So viele braucht man aber auch wirklich nicht.